So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saints Row the Fall. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir ein neues Besatzungsmitglied, die gute Shandy. Und wir machen die wieder ein Bein. Okay. Auf jeden Fall, in der letzten Folge haben wir sie gerettet. Wir dachten ja erst, dass wir Johnny Gat retten, weil wir dieses Schiff gesehen haben. Und waren da ja wirklich schon so richtig euphorisch dabei, aber es war der Albtraum von Shanti und wir konnten sie befreien und müssen jetzt einige Nebenaufgaben oder erstmal eine Nebenaufgabe ab. Also, ich dachte gerade, da wäre ein Mensch. Abarbeiten. Und dann kriegen wir natürlich auch unsere Belohnungen. Wir haben vor allen Dingen acht Aufträge. Alles klar. Heimgezahlt, störe das System, absolviere das Trainingsprogramm, dann machen wir einfach mal das. Haben wir hier, Stand für den Mensch, Schwerkraft, trich mit der Lebensruhe Shandy. Hilft den Shandy mit ihrem Problem. Werde ich fast schon mal mit Shandy nochmal reden, damit wir die alle auf dem Schiff hier abgeklappert haben. Nicht, dass wir dann, achso, ich muss hier hoch. Nicht, dass wir dann wieder rein müssen zum Schiff und mit ihr reden. Deswegen machen wir das jetzt gleich mit. That I'm more than a party girl. Mm. So I came up with a list of things that are causing problems in the simulation. Sounds good. Okay. Und das wäre zum Beispiel, beeil dich, durch das System zu kommen. Das machen wir natürlich. Und das heißt, wir müssen dorthin. Das dürfte ja rein theoretischer Chaoslauf sein. Und das heißt, I found an overload point. That's what it's called, right? The racing thing? Yeah. Nobody does it better. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Aufgaben wir denn noch machen müssen, ehe wir dann die Belohnungen bekommen, weil wir haben ja trotzdem schon relativ viele Aufgaben gemacht. Yes! Die rein theoretisch auch nicht nötig gewesen wären. So, und dann gehen wir mal zum Chaoslauf. Ah, es war schön, ne, noch eine weitere Person zu haben. Und wir haben in der letzten Folge gesehen, beziehungsweise gerade eben, ja, gerade eben war es gewesen, dass wir ja noch drei weitere retten können. Einmal Pierce. Dann Ben King, ich weiß gar nicht, welche Aufgabe er jetzt hatte, und die gute Asha. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir dann von den dreien als nächstes retten. Aber erstmal helfen wir der guten Shandy. Ja. Die tut mir nämlich richtig leid. Das arme Ding. Und es ist eigentlich schon irgendwie traurig, dass, sag ich mal, ein lebensfroher Mensch, klar, sie war ein Partygirl, sie hat halb Seawater im Bett gehabt, aber dass trotzdem aus so einem lebensfrohen Mensch dann ein sehr melancholischer, mürrischer, angepisster Mensch sein kann oder wird. Ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt in ihrer Vergangenheit gar nicht so genau erinnern, ob das vielleicht im dritten Teil näher erläutert wird, aber da wundere ich mich jetzt aktuell, was in ihrem Leben passiert sein könnte, dass sie so eine krasse Verwandlung erfahren hat. So, was müssen wir als nächstes machen? Wir hatten jetzt so gelacht. Was ist mit dem Gastank? Hä, wir hatten jetzt so krassig gelacht. Oh, schönes Auto. One of those rips in the simulation. I tagged one of those too. Den haben wir jetzt? Adrantica. Oh, aber das Auto danach war schon ein bisschen schöner, ne? Hallo. Die gleiche Lache wie zuvor. After this gets checked, no more. Entschuldigung. Hui. I need to get my oil changed. Kiss the pavement. Haben wir den jetzt?
das Auto schon. Temptress. Na, gehen Sie mal bitte raus. Danke. Oh. Entschuldigung. Mal schön drüber fahren. Oh nein. Ey. I win again. So, wer kennt mich? Wer schießt auf mich? Kann ich mich nicht einfach jetzt hier verkrümeln? Bitte. Lass mich bitte rein. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, Alter, willst du jetzt gegen mich hier fighten oder was? Ja, komm. Oh nein. Och, Leute. Ja, renn bitte mal weg, sonst knall ich dich noch ab. Oh, Entschuldigung. Naja, oh. Jetzt bin ich nicht so ein wichtiger Mensch. Siehst du noch jemand? Macht die eigentlich, wenn ich auf die Ziele? Das interessiert die einfach nicht. Ja, wirklich. Ich gehe mal hier rein. Ja, okay, ich hab's ja verstanden. Machen wir mal die Tür zu. Ja, ich. Oder habe ich jetzt Temptress? Nee, ne? Temptress habe ich nicht, okay. Wenn ich jetzt hier reingehe. So, bin ich jetzt wieder bekannt? Nee, ich hoffe nicht. Entschuldigung. Jetzt kann ich doch hier rein, oder? Jetzt. So. Warum denn? Warum bin ich nicht wieder bekannt? Auch nur, weil ich hier umgefahren habe. Och Leute, es gibt auch schlimmere Sachen, die man machen kann. Ey, das geht mir gerade richtig auf den Pranz. Nur weil ich zu doof bin, mir aus dem Weg zu gehen, muss ich mich jetzt hier wieder um die ganzen Leute hier kümmern. Weißt du was? Wir machen es einfach so. Ciao. Lass mich mal in Ruhe hier. Oh nein, mein Auto! Nein. Ist das mein Auto überhaupt? Ich glaube ja, ne? Ja. So, kannst du ein bisschen schneller sinken? Bitte. Bitte. Okay. So, jetzt muss man aufpassen, nicht, dass wir wieder irgendwelche Leute hier umnieten. Ich hoffe, komme ich hier noch raus? Ja. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, hier rein. So, Temptress. Weiß nicht, aber da kriege ich irgendwie so eine rote Vorstellung. Das finde ich eigentlich schon am schönsten. Das auch, ja. Spoiler. Ja. Keine finde ich, würde ich schon fast sagen. Ja, ein bisschen Freizügigkeit muss ja auch sein. Ja, komm, den schwarzen Aufkleber, da machen wir jetzt nicht ganz so viel Wind. Übernehmen. Ja, bitte. Farben. Karosseriefarbe. Da würde ich fast schon so ein rosa nehmen. So ein Lolli. Warte mal. Lack 1. Oder? Sieht das? Na, obwohl. Na, das ist. Na, ganz so nicht. Übernehmen, ja. Oh, wir machen so ein lila-schwarz, genau. So, Lack 2. Lollipop-Lack. Lob, genau, Lack. Haben wir das so, ja. Felgenstil. Ja, komm, mach mal auch Gummi. Obwohl mit diesem Prinzessinnen-Pink sieht es schwierig. Ach, nehmen wir einfach schwarz.
Schwarz geht immer. Dunkelrosa getönt, ja, Ausstellungsfarbe. Komm, nimm was ist Prinzessin im Thema. So, Räder, beide Achsen, Felgenprofil. Hat man da noch irgendwas so? Ah, ich glaube, man kann ja trotzdem nicht die Felgenfarbe ändern, oder? Ich glaube, oder? Nee. Was nehmen wir denn da jetzt? Nehmen wir das, komm, wir nehmen jetzt einfach. Also Reifenprofil. Würde ich das schon so lassen? Also nicht das und das. Also nein. Das, genau. Tief würde ich sagen, Radbreite. Ja, komm, kaufen. Sieht das jetzt von vorne aus? Moment, Karosserie, Motorhaube, nein. Hatte ich keine Motorhaube? So, Spiel fortsetzen. So, Temptress. So! Kann man ein schönes neues Auto. Mal gucken, wie lange das jetzt so hält. Nö. No. Wir könnten aber... Moment mal. Moment. Ich komme doch hier durch. Das stell dich mal nicht so an. So, dann parken wir mal kurz hier. Und holen sie noch ein paar Freunde dazu. Erstmal Bargeld abheben. Und dann hätte ich schon gerne Shanti und die lebenslustige Shanti. Das wird doch bestimmt total lustig werden. I'm a little late, but sure thing. Alright! I'm ready for some payback. So. Ach ja. Oh. Verdammt, ich hab ja nur... Ja, genau, nimm das Taxi. Okay, damit du nicht so alleine bist, Shanti, würde ich sagen, nimm mal nur Kinsey. Wenn du nicht so alleine Auto fahren musst, ne? Los! Kinsey, hier rüber! Genau! Alles klar, Mädels, auf geht's! So, do you remember that time we had at the North Pier with... Randall and Jackie, yeah! What he did? With those fireworks? That was crazy! And those fuzzy handcuffs! I never thought he was gonna get them off that. Oh, ja, die fährt genauso wie ich! Das ist cool! Die fährt genau die gleiche Strecke, oder? Wenn ich jetzt hier rumfahre, fährt die auch fast hier rum. Das ist ja lustig. Ey! Genau, Sean, das machst du gut. Sehr schön. Auf dich ist Verlass. Wild. Und gut, es war natürlich jetzt doof, dass ich jetzt in den Schrudel gehen muss, weil das sind meine ganzen Begleiter dann weg. Achtung! Entschuldigung! Ja. Voll aufs Gesicht gefallen. Cool. Kein Wunder, dass ich so benebelt bin. Oh Gott. Oh, das wird lustig werden. Oh nein, verdammt. Ach ja, linke Maustaste. Ach, jetzt habe ich die rechte Maustaste gedrückt. Boah, bin ich doof. Schon die Boden lassen, ja, ich weiß. So. Das Problem ist, man kriegt dann, sag ich mal, diese hohen Hindernisse vor die Nase gesetzt. Dann denkt man sich immer so, ja, ich muss jetzt unbedingt Stürmen drücken, dabei sind es nur zwei Stück. Und dann hat man in der nächsten
zum Beispiel hier. In der nächsten Phase dann Tausende von den Dingern. Zum Beispiel hier jetzt. Ne? Hier zum Beispiel zack, zack. Sind 3, 4, 5, 6. So. Und es ist immer ein bisschen doof, weil man dann trotzdem irgendwie halt verschwendet. Ne? Das Problem ist, man kann das aber dann nicht abstellen. Man sagt, okay, oder hier zum Beispiel, das wäre so schön gewesen. Da kann ich links und rechts irgendwie unterscheiden bei mir oder bin ich zu doof dafür? I believe this may work. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie gerade schlecht sind. Also wenn ich überlege, dass wir jetzt nicht unbedingt relativ weit, also weit von der Anzahl sind. Wir brauchen noch 70.000, um Silber zu bekommen. Na komm, gib mir Hindernisse bitte. Komm, bestimmt jetzt. Genau. Interesting choice. Ja. Danke, dass du mir das jetzt so sagst. Das ist ja ein Hohn. Das ist Spott. Wo soll ich denn wissen, dass so viele Hindernisse kommen? Das ist ja voll gemein. Nicht jeder kann so schlau sein wie... Oh nein! Nein! Nicht jeder kann so schlau sein wie du. Nein, das war nicht beabsichtigt. Ich habe einfach den Sprung falsch eingeschätzt. Es tut mir leid, dass ich mal Fehler mache. Ich bin ein Mensch und keine Maschine oder kein Roboter, der einfach alles irgendwie kalkulieren kann. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da einfach runterfällt. Ich hab schon Gold. Was ist das jetzt passiert? Aber wir haben es gleich geschafft. Oh Gott. Unser letztes Mal. Soll ich das eigentlich mal langsam haben? Hui! Jetzt bin ich auch voll umge... Ja, okay. Bremsen kann ich anscheinend auch nicht. Tempospalt geschafft! So. Und was nun? Ziel erreicht. Erkunde den Spalt. Auf dem Schiff. Okay. Hören wir erstmal an, was sie zu sagen hat. Ja, klar. Oh. Aber ich möchte erstmal noch das machen für die nicht so lebensfrohe Shandy. 3.100. Having my stuff blown up certainly gets under my skin. So let's do that to Zinni. Aber da will ich, Moment. Da will ich das wieder nicht so alleine machen. So what are we standing around for? Ich muss ja auch ein bisschen Begleitung haben. Damit meine Sozialkompetenz nicht drunter leidet. Oh, und sind noch Matt Miller dabei, weil der kann uns ja wenigstens halbwegs folgen. Aber welche Arbeit denn? Schuhe putzen oder was? Also wenn du arbeiten willst, dann kannst du hier irgendwas gegen die Simulation
erfinden. Boom! Yeah! Nehme ich ja gerade. Ach nee, das war der Spalt. Okay, ich dachte gerade, das wäre auch wieder so ein Teleportationsgedöns. Nee, das wollen wir nicht. Weiter kommen wir nicht entlang. Haben wir hier oben noch was? Das ignoriere ich jetzt einfach mal dezent. So, wie sieht es denn hier mit meinen Freunden mal aus? Kommt ihr mal zu Potte oder? So. Weil normalerweise müssen wir doch oben angezeigt werden, oder? Dass sie auf dem Weg sind. Rein theoretisch zumindest. Ich muss auch noch in die Richtung, auf die andere Seite. Sagt mir das doch mal jemand. Oh, da haben wir noch Teleportionssache. Oh, hier haben wir noch eine Sinjak-Statue. Hallo. Ach, verdammt, ich kann den. Was natürlich richtig cool wäre, wenn ich im Sprung meine Pistole zücken könnte. That was a public service. Ja, das war wirklich ein Public Service. Also wir können wirklich glücklich schätzen, dass wir hier vor Ort sind und uns die ganzen Sachen hier kümmern. Es ist nicht selbstverständlich, dass es jemand macht. Yes! So. Ach, hier war noch eine Syndex-Statue. Ein Glück haben wir den Sammelobjektfinder. Ein Glück. Wo ist denn der jetzt? Da oben steht der. Well, it was no Rodan. So, haben wir denn? Hier müssten wir doch auch eigentlich ein Munitionsschuh wieder haben, so Friendly Fire. Rein theoretisch natürlich. Yeah! Sollen wir, kann man hier noch rein? Cool. Es wird wirklich einem hinterhergeworfen. Und dann haben wir noch so ein Text-Adventure. Da. 2 von 8. Oh nee, nicht Stampfvandalismus. Are there no challenges left? So komm, ich habe hier keine Zeit. Muss die Leute zerstampfen. Und Gegenstände. Boom. Boom. I love this job. Ja, auch so viele schöne Autos jetzt immer hierher kommen. Das ist toll. Und Money, Money, Money auch noch mit dazu kommt. Ey. So, hier auch nochmal. This is my canvas. Bronzehammer. Also ich denke mal, das dürften wir rein theoretisch hinkriegen. Wenn wir es nicht ganz so doof anstellen. Oh. Hallo. Schön, dass ihr gelebt habt, aber ihr werdet jetzt nicht mehr benötigt. Ha, los, zack. Boom. Boom, boom, boom. It is a bad idea to make me angry. So, was haben wir hier auch nochmal? Die hier. Aber schon mal schön, dass wir jetzt hier nicht irgendwie warten müssen, dass sich dieser ganze Müll hier auflädt. Oh, ich glaube, ich habe meine... Zurück in den zugewiesenen Bereich? Okay, ja. Okay. Ich habe es verstanden, dass ich hier nicht einfach so rumtollen kann. Also, was du hier? Zack. Aber irgendwie will ich trotzdem nicht ganz so fliegen. Oh.
Weil ich trotzdem irgendwie gefühlt wenig kriege. Also kann es natürlich auch sein, dass wir Gold eventuell nicht bekommen. Was sehr traurig wäre. Noch mal eine Minute. Ey, nicht wegfahren. Ich brauche euch noch, damit ich hier meine Goldmedaille eventuell kriege. Silber, wow. Ich glaube, das kann ich mir abschminken. Da heißt es wahrscheinlich wieder alles schön im Off machen. Das war natürlich jetzt richtig sinnlos, weil hier überhaupt gar nichts war. Okay. After this, let's go shoe shopping. Kann ich einfach rumrennen, rein theoretisch? Ey! Wenn ich einfach hier so rumrenne und das so mache. Every day is Bastille Day. Na gut, das ist so doof. Mit dem Feuer, aber alles klar. Anyone in my sight is asking for it. You have to do better than that. Hier. Das ist natürlich jetzt wieder sehr doof. Mal gucken, wie lange wir das noch machen können. Ja, okay. Gut. Ja, da würde ich irgendwann mal sagen, da die Folge sowieso dann fast 27 Minuten lang ist, werde ich das einfach im Off nochmal machen, damit ich Gold habe, damit ich einfach dann das beruhigt abschließen kann. Die ganze Sache, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es doch eventuell so, ja, schwierig in Anführungszeichen sein kann, Gold zu bekommen, obwohl ich mich wahrscheinlich einfach noch total suppendumm angestellt habe. Und ja, in der nächsten Folge werden wir noch die andere Aufgabe von Sean hier machen und werden dann wieder zurück zum Schiff gehen, um dann uns Belohnung abzuholen. Good luck with that. Ja, okay, danke, Shondi. Und ja, das werden wir in der nächsten Folge dann alles in Angriff nehmen. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.